Servus zusammen. Oder sollte ich sagen, hi, wie man es vielleicht in 70ern gesagt hat, denn wir drehen heute mal ein bisschen den Swag auf, wenn es das in den 70ern schon gab. Denn es geht um Style. Guckt mal nach da hinten. Was ihr da seht, das ist der gute, alte, berühmte und traditionelle Tenniskoffer. Und ja, die gibt's jetzt wieder. Als kurze Zwischeninfo für alle, die heutzutage verwöhnt sind mit 15er und 12er Taschen und Monster-Kombis und wie auch immer das heißt. Früher hatte man einen Tenniskoffer und damit ist man auf den Platz gegangen und der Platz im Koffer hat gereicht. Wir beantworten die Frage, was passt da alles rein? Was gibt's für Fächer? Die Fächer an der Front sind vielfach nutzbar. Drinnen habt ihr locker Platz für 2, 3, 4 Rackets. Wäsche, natürlich traditionell gut gefaltet, hat immer Platz. Auch Schuhe gehen da rein. Aber auch super verwendbar, wenn ihr mal ein Oberteil vergessen habt. Ihr was zum Kuscheln braucht. Fürs Workout. Oder als Ghetto-Blaster-Ersatz. Alles ist machbar. Dazu ist das Ding abschließbar und hat, wenn man es auf Sandplatz oder sowas stellt, auch noch so, sag ich mal, Standfüß unten, wird also nicht dreckig. Es gibt also keinen Grund zu sagen, ich möchte das Ding nicht haben. Und das Ding kommt nicht nur als Bag für den einzelnen Spieler in Frage, sondern vielleicht auch als sowas wie ein Mannschaftskoffer. Da kann man ja, keine Ahnung was, Verbandszeug, paar Getränke natürlich oder irgendwie sowas wie Spielberichte reinlegen. Platz ist auf jeden Fall genug. Also, bist du ein bisschen retro, hast du Bock auf Tennistradition, bist du ein Checker, zumindest was Tennis anbelangt, dann guckt euch das Ding bei uns im Shop bitte einfach nochmal an. Da gibt's nochmal alle Infos, gibt's auch Fotos zu. Ansonsten, tschüss.